Yo, schönen guten Tag, meine Freunde. Willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Und ist noch ein bisschen ungewohnt, weil... Wartet. Ich habe mein Handy hier, aber wie nehme ich denn jetzt auf? Ich habe mir eine Kamera geholt, haben vielleicht einige schon auf Instagram gesehen. Und ich hoffe, die Qualität ist auf jeden Fall, ja, ich sag mal, ein bisschen besser oder auch ansprechender als vorher. Ich muss mich noch ein bisschen reinfinden, daher hoffe ich, dass die Qualität wirklich gut ist. Und schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr jetzt den ersten Eindruck findet. Ich will nicht lange drum rumreden, das heutige Video ist mal wieder eine Schuhreview. Und über diese Schuhreview freue ich mich extrem. Und zwar, ich habe die Schuhe gesponsert bekommen. Und jetzt werden wahrscheinlich wieder einige sagen, ey, du verdrehst deine Meinung, nur weil du die Schuhe geschenkt bekommen hast. Nein, ganz im Gegenteil. Ich habe mir die Schuhe sogar gewünscht, also ich habe mir die ernsthaft gewünscht zu Weihnachten. Und dann kam der glorreiche Zufall, dass diese Firma, also die Firma heißt Axel Arigato, mir diese Schuhe zur Verfügung gestellt hat. Und ich kannte diese Marke auch schon vorher, ich hatte schon andere Schuhe von denen. Und zwar sind die Schuhe auch von Axel Arigato, die habe ich jetzt schon seit, ich glaube seit 2 Jahren, die habe ich Weihnachten von vor 2 Jahren bekommen. Ich feiere diese Marke schon etwas länger, wie ihr merkt. Also meine Meinung wurde jetzt nicht irgendwie beeinflusst, dass ich jetzt sage, ey, die Schuhe sind die besten, die ich jemals hatte. Ich sage trotzdem weiterhin meine ehrliche Meinung und werde euch jetzt erstmal zeigen, was so der Lieferumfang ist. Also erstmal kam der Schuh in diesem Paket an. Ihr seht vielleicht, man sieht hier auf der Seite so chinesische Schriftzeichen, chinesische Emojis. Also Axel Arigato, die machen so ein bisschen auf asiatisch. Fand ich auf jeden Fall sehr cool. Dann kommen wir zum Karton. Der war leider ein bisschen schmutzig und beschädigt, aber halb so wild. Ich finde es sehr hochwertig, so ein schwarz gehaltener Karton mit dem goldenen Logo hier drauf. So, hier drin sind die Schuhe noch nicht, die stehen hier unten. Aber jeder Schuh war in so einem einzelnen Beutel hier, ähnlich wie die Balenciaga Arena. Die sind auch immer in solchen Beuteln verpackt hier. Dann war dabei eine Dustbag, auch sehr schön mit Axel Arigato Aufschrift. Fühlt sich auch sehr hochwertig an. Hier so normales Papier, kennt ihr auch. Aber was ich extrem cool finde, ich habe ja gerade schon angesprochen, die machen so ein bisschen auf asiatisch. Einfach Essstäbchen. Die haben einfach Essstäbchen mitgeliefert und das finde ich wirklich extrem cool. So nochmal so ein kleines Gimmick mit einpacken. Das hat mich extrem gefreut. Ich werde sie nicht benutzen, einfach nur zur Dekoration vielleicht irgendwo hinlegen. Aber einfach, dass man so eine Idee, sage ich mal, mit verschickt, macht auf jeden Fall schon einen sehr guten Eindruck. Und da merkt man, dass sich die Leute ernsthaft Gedanken gemacht haben. Ich glaube, ich gucke ganz nett an der Kamera vorbei. Ich gucke auf diesen Bildschirm daneben, also... Sorry nochmal dafür. So, und jetzt werdet ihr euch wahrscheinlich fragen, ey, welche Schuhe hast du dir ausgesucht, Moray? Und zwar die Schuhe, die ich mir ausgesucht habe, sind einmal diese hier. Die erinnern so ein bisschen an, ich sag mal, Adidas Superstar, so von der Silhouette her. Aber ihr seht schon an der Farbe und am Muster, am Material, dass das nicht wirklich viel mit dem Adidas Superstar zu tun hat. Und ja, ich habe den Schuh jetzt seit, keine Ahnung, 2 Wochen so ein bisschen getestet. Und ich werde euch jetzt so ein bisschen meine Meinung dazu sagen. Und ja, wünsche euch viel Spaß mit der Review. Also erstmal zum Colorway, das ist kein Weiß, das ist eher so ein, ja, beige, Eierschalenweiß mit so schwarz-braunen Punkten bzw. Streifen. Also das Muster hier an der Seite sieht so ein bisschen schlangenlederartig aus, finde ich. Zum Material werde ich aber noch was sagen, wenn ich halt zum Thema Material komme. Obendrauf sieht der Schuh so ein bisschen, ich würde mal sagen, wie eine Kuh aus, so ein bisschen gefleckt. Also mir gefällt der Colorway vom Schuh extrem und erinnert mich sehr stark an die Saint Laurent Baby Cats. Und ich finde, es ist mal was Gewagtes, mit so einem Muster, sag ich mal, am Fuß rauszugehen. Muss halt jeder selber wissen, was er vom Colorway hält. Ich feiere den extrem. Das Obermaterial ist einmal Ponyhair, also Pferdehaare. Und der Schuh an sich besteht halt aus Leder. Die Sohle ist auf jeden Fall ein bisschen dicker, erinnert auf jeden Fall an die Balenciaga Arena Sohle. Vielleicht kennt ihr das so, wenn ihr Adidas Superstars, ich will jetzt gar nicht schlecht reden, aber wenn ihr die so am Fuß habt, dann fühlt sich das nicht alles wirklich so kompakt an, sag ich mal. Die Sohle ist relativ dünn, das Material ist sehr dünn. Hier fühlt sich das eher schon so ein bisschen kompakter an, wie gesagt. Ist halt was anderes als Primate oder so, wie das vielleicht einige von euch jetzt durch NMDs oder Ultraboost gewohnt seid. Aber ich meine, für einen Herbst oder auch für einen Winter so ein etwas robusterer Lederschuh. Kann man echt gut tragen, wirklich. Es kommt die Zeit. Wow. So, kommen wir zum Thema, wie der Schuh am Fuß sitzt. Also ich muss sagen, nach einer kleinen Eingewöhnungsphase sitzt er echt sehr gut. Am Anfang dachte ich mir, boah, schon unbequem. Aber man muss den Schuh wirklich tatsächlich einlaufen. Der ist echt ein bisschen steif. Das Material wird nach einer Zeit so ein bisschen weicher und gefällt mir echt momentan sehr gut. Klar, ist jetzt nicht irgendwie von der Bequemlichkeit mit einem Ultraboost vergleichbar. Aber man kann ja auch nicht Apfel mit Birne vergleichen. Der Schuh ist auf jeden Fall nicht auf Bequemlichkeit ausgelegt, sondern eher auf Optik. Ich habe jetzt in dem Schuh eine 45. Ich trage auch normal eine 45 bis 45,5 immer so. Also ihr könnt auf jeden Fall true to size gehen.
So, der letzte Punkt wäre einmal der Preis und da kann man echt gar nicht meckern. Der liegt nämlich preislich genau wie ein Ultra Boost bei 180 Euro, also dieses Modell. Axel Arigato, die Marke an sich, hat halt ganz viele andere Schuhmodelle noch. Ich verlinke das auf jeden Fall unten in der Beschreibung, also die Seite. Schaut da mal gerne vorbei, die haben echt eine riesige Auswahl. Aber alle Schuhe sind immer so zwischen 150 und 210 Euro, wenn ich mich nicht täusche. Bei dem jetzt 180 Euro, sehr robuster, qualitativ guter Schuh, also ohne Spaß für 180 Euro, kann man echt nichts falsch machen. Man kann den echt gut von der Verarbeitung mit einem Balenciaga vergleichen, der 400 Euro kostet. Und ich meine, das kann man Axel Arigato auf jeden Fall schon mal zugute heißen, dass die Qualität echt sehr, sehr top ist. Preis-leistungstechnisch ist man echt hier wirklich sehr, sehr gut bedient. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Bilder am Fuß und werde danach mein Fazit abgeben. Yeah. Yeah. OC on the beat. Romeo, Romeo, hörst du das, Romeo? Mir doch egal, Jim XXXer im Studio. Du siehst die Hublot auf dem Handgelenk, Babe Shark auf dem Kopf. So, mein Fazit zum Schuh ist echt, ich kann euch wirklich eine extreme Kaufempfehlung aussprechen. Ich kriege auch kein Geld dafür, was ich sage. Ich sage ernsthaft meine Meinung. Die haben auch Schuhe, die schlichter sind als der. Also wirklich, schaut da mal gerne vorbei. Also ich vergleiche Axel Arigato mal sehr gerne mit Filling Pieces, weil sich die halt vom Preis her sehr wenig tun, weil die Qualität sehr ähnlich ist. Und ich kann euch ernsthaft jetzt eine Kaufempfehlung aussprechen. Wie gesagt, die haben verschiedene Modelle. Ist Geschmackssache, welches ihr euch jetzt davon aussucht oder ob ihr auch allgemein sagt, nehme ich catch jetzt davon gar keins. Aber ohne Spaß. Axel Arigato echt doch ein sehr, sehr guter Geheimtipp. Alles handgemacht, kommt aus Portugal. Ich weiß, ich lobe das jetzt so, als wenn das hier der beste Schuh ist, den ich jemals hatte. Aber wirklich, ich kann echt hinter dieser Marke stehen und bin vollkommen davon überzeugt, was sie halt herstellen. So, das war jetzt meine kleine Review zu dem Schuh. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich wollte so objektiv wie möglich bleiben. Und ich glaube, das habe ich auch geschafft. Also wirklich, der Schuh gefällt mir extrem. Habe ich jetzt, glaube ich, zum 10. Mal gesagt. Aber macht euch am besten selber mal ein Bild. So, dann war es jetzt mit dem Video. Ich hoffe, die Qualität und alles hat euch gefallen. Schreibt gerne mal zu dem Schuh eure Meinung in die Kommentare und auch mal zur Qualität, wie es euch jetzt gefällt mit der Kamera. Und dann, ja, schaut gerne bei mir bei Instagram vorbei, schaut bei Twitter vorbei, schaut bei Axel Arigato vorbei und dann sehen wir uns am Sonntag wieder, wenn ein neues Video kommt und bis dahin, ciao.